Hey und willkommen bei einem neuen Chips-Tüten-Unboxing. Jo, wir haben einen großen Karton und eine kleine Tüte dazu. So, wie die letzten Male. Großer Karton, kleines Tütchen und wir retten das Tütchen auf den Karton. Unsere Mission. Nimmt das Messer. Und nicht auf ein selbst richten, sondern auf den Karton. Nein, nicht Karton abstechen, sondern Karton fuhe, schnipp, schnipp. Okay, so, machen wir. Mal ganz einfach. Für Doofe. Brauchen eine Ansatzstelle. So. Und hier drüben. So. Und. Und so, schon ist der Karton befreit. Oder eher geöffnet, nicht befreit, geöffnet. Und jetzt gucken wir einfach rein. Wir sehen es schon. Kessel Chips. Oh mein Gott. Adieu, Karton. Und hi, Kessel Chips von Funny Fish. Irgendwie, ich weiß nicht, es reimt sich nicht, aber es ist irgendwie, nice. Jo. Also als erstes fällt mir auf, die Chips hier unten sehen irgendwie vom Bild her genauso identisch aus wie bei der letzten Tüte. Seltsam. Als wären es die gleichen Chips. Jo, und was ist das für eine Creme? Was war, ist da ein Dip dabei? Nein, ist da ein Dip dabei? Wo ist der Dip? Hinten ist dann wieder natürlich die gleichen Bilder drauf. Noch wieder 120 Gramm. Balala. Guck mal einfach rein. So. Nein, da drin ist kein Dip. Oh, Alter, ein Geruch. Riecht voll nach. Na, wisst schon, mir kommt gerade nicht der Name. Gut, also bei den Chips sieht man auch schon, die sind etwas besser gewürzt als die letzten. Checken wir es einfach mal aus. Lecker. Sehr lecker sogar. Die schmecken süß-sauer mit cremig. Also übliche Kesselchips-Geschmack mit cremig. Keine Ahnung, wie die das zusammengekriegt haben. Halt so hier. Von daher. Jetzt die Tüte auffordern. Viel Spaß.